Aufnahme starten. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Es gibt beides, es gibt richtig Gutes. Oder? Was werde ich aus der Zukunft mit zurückbringen, um davon zu überzeugen, dass ich ein mächtiger Zauberer bin? Massiver Nerf. Darth Vader. Ui, das ist, Hui. Hui, das ist ganz schön schwer, die Entscheidung. Ich nehme einfach das. Oh. Oh shit. I got me. Massive. So, es gibt doch nichts Besseres als. Punkt, Punkt, Punkt. Mann, ich hab auch noch so gute Sachen. Silvia dreht schon durch. Oh mein Gott. Es gibt doch nichts Besseres als Paul McCartney, eingerieben mit Olivenöl. Barack Obama. Und Barack Obama kommt damit rein. Dann wird es wenigstens ein bisschen schwarz. Alter, bisschen Schokolade. Ja! Oh, das war gut. Eingerieben mit Olivenöl. Nichts Besseres, ich schwör. Ich zeige ihn. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme das. Zeige ihm, was mich mandeln. Oder Kinderarbeit auf der Dönerparty. Du musst auch immer die schwarze Karte erst vorlesen. Ich zeige ihnen Momos Miefmandeln. Ich zeige ihnen Kinderarbeit auf der Dönerparty. Yay! Ich zeige dir auf jeden Fall nächstes Mal, wenn ich eine Kinderarbeit-Party mache. Ja? MTVs neue Reality-Show zeigt auch verliebte Promis, die mit zusammenleben. Ich hätte keine gute Karte, das nur Glück bin ich das nicht. Alter, das passt eigentlich so. MTV's neue Reality-Show zeigt 8 verliebte Promis, die mit Mecca-Hitler zusammenleben. Oder die großes Aufregen um nichts zusammenleben. Okay, das ergibt keinen Sinn. Ja, große Promis, ja. Große Promis mit großen Aufregen um nichts. ja. Guck dir Logan Paul an. Natürlich leben sie mit Hitler zusammen. Und Mecha-Hitler. Mecha-Hitler schon. Also Mecha-Hitler kann sowieso nichts schlagen, ja. Weil oben rechts steht der Timer. Ihre Pumpepunkt stehen. Oh Mann, ich hätte echt jetzt die beste. Ich hätte 2 beste Karten auf der ganzen Welt. Oder 3, oh mein Gott. Hier könnten ihre Brustfinger stehen. Hier könnten ihre veralteten Facebook-Profile. Ne, veraltete Facebook. Okay. Hier könnten ihre Wurstfinger stehen. Ja, das nehme ich einfach mal. Wurstfinger, hier können einfach meine zeigen hier. Aber davon habe ich auch ganz viele. Oder du ziehst. Nur von wird man wirklich glücklich. Oh mein Gott! So falsch. Oh Mann, ich hätte was anderes sehen müssen. Nur von Finger wird man wirklich glücklich. Oh Mann! Nur von alten Menschen, die nach Formale. Alt riechen. Man wird nur glücklich, wenn man an alten Menschen riecht. Oh, oder vom Fingern. Ja, wer weiß. Was ist ein Formel 3? Formel 3? Nein. Keine Ahnung, was es ist. Oh Mann. Die könnte aber so übelst passend. Die war einfach perfekt. Ach, aber gut, ja, da sind so viele. Ey, willkommen, ich will die lang.
Was würde Oma verstören und doch irgendwie anziehen? Punkt. Ich weiß was. Bin direkt fertig. Was würde Oma verstören und dennoch irgendwie anziehen? Furzen und einfach weggehen. Oder rote Wollstrumpfhosen. Ja, wer weiß. Furzen einfach weggehen, ja. Wieso würde sie rote Wollstrumpfhosen verstören? Celine? Bitte denk mal, alte Menschen mit roten Wollstrumpfhosen, Alter. Denk mal dran, ja? Jemand furzt und die so. Oh, schon wieder. Voll wieder kommt. Schon wieder das Gleiche. Okay, MTVs neue Reality-Show zeigt 8 Promis, die mit zusammenleben. Da steht diesmal 8 Promis. Ah. 8, stimmt. Ja, es waren letztens auch 8 Profis. 8 Profis. 8 Profis. 8 Promis. Das sind 8 Profis, die zusammenleben. Gut, welche Profis denn, hä? Oh Mann. Ach nein, das war, bei dem anderen war das mit Promi-Pärchen. Bei dem nicht. Ah, dieser Unterschied ist so groß. MTV's neue Reality-Show zeigt 8 Promis, die mit Vergewaltigem und Plündern zusammenleben. Oder? MTV's neue Reality-Show zeigt 8 Promis, die mit Hornissen zusammenleben. Alter, ganz ehrlich. Hornissen ist einfach das Beste. Damit kann man einfach 30 machen. Aber Mann, ihr seid so scheiße. Ihr beide 4 Punkte, ich 3. Ich bin von 1 auf 4. Los, mach. So möchte ich sterben. Geil. Da hätte ich 2 Auswahlen, aber die finde ich am geilsten. Let me, so möchte ich sterben. Ja, Drive-by-Shooting. Drive-by-Shooting, das ist auch geil. Drive-by-Shooting, ja, so wäre ich wirklich sterben. Ja, ich geh kurz mal Drive-by mich töten, danke. Ich würde gerne durch Landminen sterben, ganz ehrlich. Autsch. Und hier müssen wir 2 Karten auswählen, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ein schmaler Grat, der zu führt. Hey, ich hab eine gute Kombi. Alter. Ich will's gar nicht wissen, was daraus entsteht. Wieso, ich hab mein Zeug. Wenn ich eine auswähle, dann muss ich noch eine auswählen, ne? Ja, die müssen. Die müssen, wenn geht, wenn's geht, zusammenpassen. Wird einfach dumm sein. Oh Gott. Okay. Japaner, die nicht gut mit Mathe sind, sind ein schmaler Grat, der zu Trichtersaufen. zu Trichtersaufen führt. Pubertät ist ein schmaler Grat, der zu richtige Kondome führt. Oh Mann, einfach so perverse Sachen. Meint zwar auch gut. Diese scheiß Japaner. Wenn die nicht in Mathe sind, nicht gut in Mathe sind, dann müssen wir Trichter saufen. Tut mir leid, Professor, aber wegen dem Punkt, Punkt, Punkt konnte ich meine Hausaufgaben nicht machen. Oh mein Gott, ich hätte jetzt das Das passt einfach. Oh Mann, ich hätte auch was richtig Gutes. Ich schwöre. Es tut mir leid, Professor, aber wegen dem Schnitzel. Wegen dem Schnitzelsuppe konnte ich hinausrennen. Es tut mir leid, Professor, aber wegen dem der fleißige Mexikaner konnte ich meine Hausaufgaben nicht machen. Ja, deutsche Hausaufgaben sind ja auf jeden Fall nicht da. Nee. Ich würde sagen. Wegen der Schnitzelsuppe, die war aber zu geil. Der Mexikaner war einfach zu fleißig bei mir. Ja! Der war zu fleißig, hat aber meine Hausaufgaben nicht gemacht, das war dumm. Ja, ganz ehrlich, der... Nee, Das stimmt, ich habe getötet, wie fragst du? Das ist so behindert! Und so... Böse. Hä, beim letzten macht es einfach gar keinen Sinn. Wie fragst du? Ich weiß nicht, das ergibt keinen Sinn. Mann, ich nehme da irgendwie einen Scheiße. Das stimmt, ich habe Christoph Maria Herbst getötet. Wie fragst du? Ich könnte ihre Werbung stehen. Ich könnte ihre Werbung stehen.
Zum Werbeslogan. Okay, das nächste. Ich hab's auf Maria Herz getötet. Ich frag. Das stimmt, ich habe Barack Obama getötet. Wie fragst du? Strunz. Also, hier bin ich ja auf jeden Fall. Ja. Hier könnte ihre Werbung stehen. Das war zu geil, aber. Mann, das passt einfach so gar nicht rein, aber doch irgendwie. Ja, aber guck, hier könnte ihre Werbung stehen, hätte einfach jedes Dings machen können. Okay, Gerüchte besagen, dass Wladimir Putins Lieblingsessen gefüllt mit ist. Ich bin Russe, ich weiß, was hier passt. Lieblingsessen ist Haue. Gefüllt mit Brennen. Ich hab. Du musst zwei. Hab ich. Bei mir hast du nur einen. Ja, dann zeigen die noch eine Karte. Ah, yes. Gerüchte besagen, dass Wladimir Putins Lieblingsessen meine Vagina ist. Gefüllt mit. Nein. Ja, meine Vagina gefüllt mit übergroßen Lollis. Gerüchte besagen. Gerüchte besagen, das war dem Putins Lieblingsessen. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Gefüllt mit einem starken Mongolit ist. Das erinnert mich ein einfach. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Das erinnert mich zu sehr an Anime, das ist einfach. Oh Mann, ich hab immer gewartet, bis ich diese scheiß übergroßen Lollis benutzen kann. Ja, wärst du ein Anime-Fan, wirst du wissen, was Lolli bedeutet. Das bedeutet. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in Pumpepunkt hineingezogen werden. Oh Mann, ich dachte, jetzt bin ich dran. Ich hätte die. Nein, oh mein Gott, fliegende Bücherregale. Harry Potter confirmed. Ich wollte gerade sagen, Alter, Harry Potter confirmed? What the fuck? Das ist aber so dumm. Oh Mann. Es wäre so gewesen. Das wäre richtig geil gewesen. Ach, egal. So kalt. Schade, ich kann es nicht mehr ändern. Ja, meine Füße waren wirklich in der Wasser. Also ich habe jetzt schon schrumpelige Füße. Ja, ich auch. Ich muss mal gleich mal ausziehen. Oh, jetzt weiß die ganze Welt, was gerade bei uns los ist. Okay, Lena, los. Okay, es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in Haue hineingezogen werden. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in die Verletzung der meisten Menschenrechte hineingezogen werden. Ganz ehrlich, das passt einfach. Ich hätte auch noch thermonukleare Explosion. Ich wollte schreiben, es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in Schwarz hineingezogen werden. Okay, du bist. Aus Ocholt oder Ocholt wetten, dass sie in 2 Minuten 100 Mal ablecken können. Oh Mann, jetzt hätte meine Vagina gepasst. Yes. Das überhaupt, gibt überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Oh mein Gott. Messdiener aus Ocholt wetten, dass sie in 2 Minuten 100 Mal ihr den Hintern versohlen ablecken können. Herzwärmende Waisen aus Ocholt wetten, dass sie in 2 Minuten 100 Mal schwarze ablecken können. Das ist der beste Text, den man jemals im Leben gehört hat. Lach- und Sachgeschichten. Heute mit Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt, Punkt. Oh nee. Heute mit meiner Vagina und Explosion. Ja. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich das zweite nehmen soll. Ich hab nicht zweite. Lach- und Sachgeschichten. Heute mit Robocop und rechtschaffender Cop, der nichts zu verlieren hat. Oder Selbsthass und Alkoholismus. Das muss man richtig vorlesen. Okay. Lach- und Sachgeschichten heute mit Selbsthass und Alkoholismus. Oh Mann, das ist immer gut. Heute so eine TV-Show. Lach- und Sachgeschichten heute mit Selbsthass und Alkoholismus. Es tut mir leid, Professor Mann, aber wegen
Pumpe und konnte ich mein Auto lang machen. Schon wieder. Oh mein Gott, ich hätte es perfekt gehabt. Okay. Boah, es tut mir leid, Professor, aber ich konnte wegen fliegenden Bücherregale konnte ich meine Hausaufgaben nicht machen. Tut mir leid, Professor, aber wegen Macht konnte ich meine Hausaufgaben nicht machen. Ganz ehrlich, die Macht ist confirmed. Yes. Ich hätte Schlampen genommen. Es tut mir leid, Professor, aber wegen Schlampen konnte ich heute konnte ich meine Hausaufgaben nicht machen. Nein, ich hätte nehmen können ein Mikropenis. Hit Radio. Antenne. Hit Radio. Oh, Mann, jetzt will ich nicht. Hit Radio, der Oktal. Hit Radio, die Amischen. Ich wollte auch die Amischen nehmen. Hätten wir beides gleich genommen, ne? Oh fuck, jetzt weiß er, wer was gerade so scheiße ist. Tut mir leid. Ich hab keine Ahnung, was Hit Radio ist. Hit was? Radio Antenne, Radio? Das ist ein Radiosender. Ah. Was ist ein Radio? Was ist ein Hit? Der Urknall? Ja. Für die Amischen. Ich wollte auch die Amischen nehmen zu dienen, aber dann habe ich gesehen, ich hätte noch der Urknall, also. Für das ein Mikropenis. Oh. Okay, die Runde ist vorbei. Du musst Video mehr machen. Das Video ist vorbei. Ja, warte. Tschüss.